Guten Abend, mein Name ist David Grewe. Ich bin der Landesgeschäftsführer des BUND Sachsen, des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands im Landesverband Sachsen. Und ich halte heute einen Vortrag über den Energiehunger Europas. Knackig benannt, Licht aus. Der Vortrag beruht auf dem Energieatlas. Das ist ein Atlas, der 2018 ja, erschienen ist, gemacht von der Heinrich-Böll-Stiftung und Le Monde Diplomatique und zwei weiteren Beteiligten und ganz aus der Reihe hier mal nicht mit Beteiligung des BUND Sachsen gemacht. Und der Energieatlas ist nicht ein grundsätzlicher Atlas über Energie, wie man vielleicht denken mag, sondern es geht im Wesentlichen um die erneuerbaren Energien in Europa. Deswegen eben dieser knackige Untertitel der Energiehunger Europas. Und zum Einstieg vielleicht noch eins, ehe wir in den wirklichen Einstieg gehen. Keiner muss Angst haben, dass das Licht ausgeht in Europa, auch nicht, wenn wir auf Erneuerbare umsteigen. Das ist vielleicht schon mal eine grundsätzliche Grundinformation. Sollte die Energiewende hin zu den Erneuerbaren in Deutschland und in Europa gelingen oder weltweit gelingen, wenn man das klug anstellt, bedeutet das nicht, dass wir in einen Blackout kommen oder in einen, wie heißt es, in eine Dunkelwindstille. Wir werden immer da noch Licht haben. Wie wir das hinkriegen können, dazu später mehr. Und jetzt gucken wir erstmal, was bedeutet eigentlich Energie? Also ich habe mir hier zwei Definitionen von Energie mit reingenommen. Einmal aus Wikipedia, kann jeder nachlesen, und aus dem Duden. Und letztlich ist es die gleiche Definition, ne? Die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten. Und das umfasst es eigentlich sehr, sehr schön. Ne? Was ist also Energie? Es geht eben nicht nur um Strom, Licht oder derartiges, sondern eben um Arbeit zu verrichten. Und Arbeit kann natürlich eine ganz andere sein. Arbeit kann auch sein, Wärme zu erzeugen oder eine Bewegung zu erzeugen, ne? Und etwas grundsätzlich zu erzeugen und deswegen eben Energie ganz allumfassend, nicht nur auf den Strom bezogen. Darum geht es nämlich just im Energieatlas, nicht nur um den Strom, sondern um die Energie generell. Und als Einstieg will ich gleich mal schauen, wo unsere Energie hier in Europa herkommt, also immer auf Europa bezogen, nicht auf Deutschland oder die Welt. Dann, wie Europa heute dasteht, ja, in Bezug auch auf die Energiewende. Dann eben dieses, was ich eben gesagt hatte, dass Energie nicht gleich Energie ist, sondern man hat eben Strom, Wärme, Verkehr, weitere Industrie, Energie, die man braucht, um Produkte herzustellen, Energie, die in Stoffen gespeichert wird. Darüber muss man auf jeden Fall mal reden und ich werde da so ein paar kleine Ausschnitte bringen, worüber man da sprechen kann. Dann natürlich das Wichtigste eigentlich, die Grundlage dieses Energieatlases. Wie geht es eigentlich hin zu einer Energiewende? Also Energiewende heißt weg von den fossilen Energien. Fossil heißt Kohle, Erdöl, Gas, Atom hin zu erneuerbaren Energien, also Energien, die immer wieder zur Verfügung stehen, die man immer wieder weiter benutzen kann. Und wie kann da der Weg hin aussehen, dass wir in Zukunft unseren Energiebedarf rein über Erneuerbare decken? Dann schauen wir uns noch mal ein paar Länder im Vergleich an, wie die jetzt in der Energiewende dastehen. Und als Letzte und vielleicht Wichtigstes für alle, die hier zuschauen, was kann ich selbst machen und wo kann ich die Sachen nachlesen, die ich hier erzähle? Denn was ich hier mache, ist nur einen kurzen Ausschnitt aus dem Energieatlas, ein paar Grafiken daraus zeigen. Man kann noch sehr viel mehr darüber nachlesen. Dazu habe ich nach hinten raus noch ein paar Links. Und all das findet ihr auch auf unserer Website www.bund-sachsen.de, kann man also auch dort alles nochmal nachlesen. Ja, der Energiemix in Europa, den habe ich oben mal aufgeführt. Ja, also ihr seht die vier großen Bereiche: Industrie, Verkehr, Dienstleistungen und Haushalt. Ich muss selbst mal hier sehen, weil ihr das auch so seht, dass ich das ein bisschen weiter hochschiebe. Dann kann man das alles besser erkennen. Und ihr seht, wie diese verschiedenen Energiebereiche, wodurch die mit Energie versorgt werden. Und es ist hier aufgeteilt in erneuerbaren, in alle anderen Energien. Das sind im Wesentlichen eben fossile Energien und Strom, was ich sozusagen in der Aufbereitung durch den Energieatlas nicht so schön finde, weil dort natürlich auch im Strom erneuerbare Energien mit drin sind, wie auch fossile Energien. Und dann das Verlassen des Systems, das sind also Energien, die quasi aus unserem System rausgehen und eben zum Beispiel exportiert werden aus Europa raus. Und man sieht eben im Industriebereich gibt es einen ganz ordentlichen Anteil an erneuerbaren Energien. Beim Verkehr ist er sehr gering, bei den Dienstleistungen ebenfalls. Und bei den Haushalten gibt es schon relativ viel erneuerbare Energien. Das liegt eben daran, dass zum Beispiel viel mit Biomasse geheizt wird, dass es eben
dass über Solarenergie das Wasser geheizt wird, mit dem man in Haushalten arbeitet, dass es zum Beispiel Biogasanlagen gibt, mit deren Hilfe man eben die Haushalte beheizen kann oder auch Strom zur Verfügung stellen kann. Deswegen sieht dort die Bilanz eigentlich ganz gut aus, während bei den anderen eben die Erneuerbaren eine sehr geringe Rolle spielen. Ich habe noch meine zweite Grafik mit auf diese Seite genommen, auf der man sieht, wie viel Energie wir eigentlich verbrauchen. Ich will gar nicht auf die einzelnen sozusagen Maßgaben, die hier sind, eingehen, sondern ich will einfach nur zeigen, es gibt echt ein massives Nord-Süd-Gefälle. Ja, also in der EU verbrauchen wir wahnsinnig viel Energie, während eben Länder wie Nordafrika oder in Ländern Nordafrikas oder in Palästina sehr, sehr wenig Energie verbraucht wird. Das heißt, wenn wir über die Energiewende sprechen und dass man eine Transformation des Systems oder weltweit eine Transformation des Systems schaffen soll, dann ist es sehr, sehr relevant, ob wir in Europa etwas tun. Man kann nicht immer auf die anderen gucken, auf China, auf die USA, die auch große Energieverbraucher sind, sondern wir können wirklich auf uns gucken, weil alle um uns herum verbrauchen deutlich weniger Energie als wir. Und wenn wir also weniger Energie verbrauchen wollen, wenn wir etwas zum Beispiel gegen den Klimawandel tun wollen, dann können wir sehr, sehr viel tun, weil bis wir bei Palästina sind, da haben wir einiges zu tun. Ja, und der Strommix für Europa, also nicht der Energie, sondern der Strommix sieht also so aus. Ungefähr 30% werden über Erneuerbare bestritten. Dann gibt es einen großen Anteil an fossilen Energien, also hier Braunkohle, Steinkohle, Gas. Und die anderen fossilen, die hier angenommen sind, ist in der Regel Erdöl. Und gibt es noch einen großen Anteil an Nuklearenergie. Und bei den Erneuerbaren ist das hier unterteilt in Wind, Sonne, Biomasse und Wasserenergie. Da stehen wir eigentlich im Strommix schon sehr gut da, aber wer sich die Grafik von eben nochmal in Erinnerung ruft, wenn man sich den Gesamtenergiemix anguckt, dann sind wir vor allem auf fossile und nuklear angewiesen. Da spielen die Erneuerbaren noch eine sehr, sehr geringe Rolle. Dann haben wir hier noch mal ein bisschen mehr reingeguckt in die Erneuerbaren. Wie teilen sich eigentlich die Erneuerbaren auf und wie entwickelt sich das? Ja, das sind zwei Grafiken. Auf der linken Seite seht ihr, wie der Anteil der erneuerbaren Energien steigt. Ich habe hier noch mal eine kleine Grafik, also die 2017 dazugepackt. Die gehört gar nicht zur Grafik. Man sieht also links, der Anteil der erneuerbaren Energien in Europa steigt stetig an. 2020 sollen 20% erreicht sein. Und rechts sieht man so eine Aufteilung, welche Sachen da denn aus, also welche erneuerbaren Energien da eine große Rolle spielen. Und ich kann schon sagen, einige von diesen erneuerbaren Energien spielen durchaus, also sind durchaus problematisch. Weil wenn wir uns zum Beispiel sowas angucken wie Biokraftstoffe, da hat man immer diesen Wettstreit zwischen Teller, Tank. Ja, also baut man etwas an, damit man dadurch Energie erzeugen kann, um damit zum Beispiel ein Fahrzeug zu betreiben, um damit eine Heizung zu Hause zu betreiben. Oder baut man etwas an, um danach ein Brot damit zu backen. Jetzt ein ganz banaler, einfacher Vergleich. Darüber muss man sich also intensiv Gedanken machen. Und bei der Wasserkraft muss man sich auch Gedanken machen, weil Wasserkraft, also wenn man Staudämme baut, vereinfacht gesagt, und dann das Wasser durch eine Turbine strömen lässt, entstehen erhebliche naturschutzfachliche Probleme. Also ein Kollege aus dem Naturschutz sagte mal, eine solche Wasserkraftanlage, das wäre Sushi für Reiher, einfach weil dann unten die kleinen gehäckselten Fischteilchen rauskommen, die dann der Reiher nur noch rauspicken muss. Es gibt natürlich Fischaufstiegsanlagen an solchen Wasserkraftanlagen, kleineren zumindest, aber wir wissen, dass hier in Sachsen ungefähr 70 bis 80%, wenn nicht mehr, dieser Fischaufstiegsanlagen nicht funktionieren. Und insofern gäbe es da einen großen Nachholbedarf, um die Wasserkraft eben auch ökologisch verträglich zu machen. Bei der Windkraft kann man darüber ähnlich nochmal sprechen. Also wo kann man Windkraft hinpacken? Ja, gehört Windkraft in den Wald oder nicht? Dazu müsste man wahrscheinlich mal länger diskutieren, was ist eigentlich überhaupt Wald? Müsste sich genau die Zahlen angucken, was tatsächlich an Vögeln, Fledermäusen getötet wird durch die Windkraft oder eben nicht. Und dann eben entsprechende Vorranggebiete für Windkraft ausweisen, wo man keine ökologischen Folgen hätte. Bei der Wasserkraft kann man das schlichtweg nicht ausschließen. Das ist einfach immer dadurch gegeben, dass man ja direkt eine Naturgegebenheit eingreift und da versucht, eben Strom zu erzeugen. Wenn man sich jetzt Europa anguckt, na, dann, wir haben eben gesehen, Anteil erneuerbarer Energien ist bei 17,5%. Das bedeutet, 2017, das sind die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe. Neuere sind von der EU noch nicht herausgegeben, im Statistischen EU-Amt, ich weiß gar nicht, ob es so heißt, Eurostat, sieht man, dass die Energien ja woanders herkommen. Und das sind vor allem eben fossile Energien. Und wir selbst hier in Europa verfügen über gar nicht über genug fossile Energien, sodass wir unheimlich abhängig sind von Import von fossilen Energien. Das
ist zum Beispiel immer wieder im Gespräch natürlich das Gas aktuell aus Europa, aber es ist eben auch Erdöl oder auch Flüssiggas, für das neue Terminal zum Beispiel in Deutschland gebaut werden soll, weil Erdgas per se erstmal als ein saubererer fossiler Brennstoff gilt als zum Beispiel Kohle. Und dadurch kommen eben diese Abhängigkeiten zustande, die man hier auf dieser Karte sieht. Und man sieht, Deutschland hat eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit. Das mag den einen oder anderen verblüffen, weil man eben denkt, na, wir haben ja eigene Steinkohle- und Braunkohlevorräte, auf die wir zum Beispiel zurückgreifen können. Aber auf die Steinkohle zum Beispiel greifen wir quasi überhaupt nicht mehr zurück. Da werden die letzten Gruben gerade geschlossen, sondern Steinkohle, obwohl wir eine Reihe von Steinkohlekraftwerken haben. Steinkohle wird in der Regel heutzutage importiert aus anderen Ländern, weil das einfach günstiger ist und man dann keine unangenehmen Arbeitsbedingungen für die deutschen Arbeitnehmer hat und dann nicht so drauf guckt, was in den anderen Ländern ist. Ja, und so stehen wir also da. Hohe Importabhängigkeit und natürlich Deutschland Autofahrerland. Wir brauchen ganz, ganz viel Erdöl für das Benzin, was unsere Autos schlucken. Und deswegen haben wir da auch eine sehr hohe Abhängigkeit. Und auf der nächsten Grafik gucken wir uns mal an, wo steht Europa eigentlich heute? Also sozusagen die zweite Sicht. Das eine Mal, wo haben wir die Abhängigkeiten an sich gesehen? Und hier sieht man, wo kommt denn das Zeug her, was wir benutzen? Also Kohle, Öl und Gas wird hier gezeigt. In der Mitte seht ihr, hier seht ihr Europa, ne, wird immer die EU betrachtet. Und wo kommen denn jetzt eigentlich die einzelnen Energieträger her? Und ihr seht hohe Abhängigkeit von Nordafrika, eben von Russland und Sowjetunion, Nachfolgestaaten und auch eine Abhängigkeit von den USA. Und auch von Kolumbien, wo sehr viel Steinkohle herkommt, die da unter unerfreulichen Bedingungen, sage ich jetzt mal, abgebaut werden. Australien sieht ihr ja, ist auch nochmal ein wichtiger Kohlelieferant. Auch da jetzt gerade durch die massiven Buschbrände im Gespräch. Australien setzt eben massiv auf den Abbau von Kohle und exportiert die. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor dort. Und hat nun selber ja inzwischen massiv mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen, die eben durch die Verbrennung von Fossilen entstehen. Nächste Grafik geht darüber, wie sieht denn eigentlich das mit der Beschäftigung aus in Europa? Also wenn wir im Moment, wird ja viel in Deutschland über den Kohleausstieg debattiert. Und das heißt immer da, es sind zu viele Arbeitskräfte in Gefahr. Und da muss man sich mal angucken, wie viele Arbeitskräfte gibt es denn eigentlich in den Bereich der Erneuerbaren? Und gäbe es da nicht Ressourcen, wenn man sich also eine Energiewende vorstellt, hin zu einer erneuerbaren Welt, wo Menschen neu arbeiten könnten? Und man sieht, also wir haben aktuell ungefähr mit 22.000 direkt Beschäftigten in der deutschen Braunkohleindustrie zu tun. Und wir haben hier, das sind Zahlen von 2016, also inzwischen, die Branche ist ja in einem steten Wandel begriffen, haben wir 334.000 Beschäftigte allein in Deutschland in den Erneuerbaren. Frankreich sieht man, haben auch relativ viele und auch in der restlichen EU ist über 500.000 Menschen in den Erneuerbaren beschäftigt. Und dann muss man mal gucken, weiter nach Osten, also in China, da nähert sich die Zahl den 4 Millionen an. Und da sieht man also, Erneuerbare, das kann auch eine wahnsinnig große Branche sein, wo man eben auch Arbeitsplätze haben kann. Und das ist eben sowohl in der Produktion, wie in der Wartung, wie natürlich auch in den Leitungen und sowas. Also da gibt es unheimlich viele Arbeitsplätze, die da entstehen und entstehen können. Und man muss natürlich auch zum Beispiel die Energieschwankungen ausgleichen. Dafür braucht man Arbeitskräfte, die sich damit auseinandersetzen, die so etwas programmieren, wie man damit umgehen kann. Also es ist ein wirklich großer Markt und da muss man sich nicht verstecken, da darf man nicht eigentlich auf die Fossilen schauen, sondern kann ganz getrost auf die Erneuerbaren setzen. Und auch wirtschaftlich ist das hochinteressant, wenn man auf die Erneuerbaren setzt. Also hier sieht man eine sehr, sehr, wie ich finde, sehr verwirrende Grafik, die ich versuche mal eben zu erklären. Also oben sind die Importkosten für fossile Brennstoffe. Und dann sieht man hier die Menge der importierten fossilen Brennstoffe, die würde ich einfach mal, die denken wir uns mal weg, sondern das Wichtige ist eigentlich, dieses hier, wie wir durch den Import, Entschuldigung, durch den Ausbau der erneuerbaren Energien immer mehr Kosten bei den importierten Brennstoffen einsparen. Na? Und das hier sieht man hier unten auch nochmal. Und man sieht gleichzeitig, na, und das ist natürlich dann immer notwendig, also wenn man so eine Rechnung aufmacht, na, es wird vielleicht billiger, weil wir nicht mehr so viel Kohle importieren oder Erdöl importieren. Andererseits muss man natürlich an einer anderen Stelle gucken, wenn man ein Windrad baut, kostet das natürlich auch Geld. Und das ist die Grafik, die hier unten aufgeführt wird, der untere Balken, also was dort in Erneuerbare investiert wurde. Und da sieht man leider eine etwas
beunruhigende, zumindest aus meiner Sicht beunruhigende Situation, dass also die Investitionen gefallen sind. Jetzt steigen sie, 2016 sind sie wieder ein bisschen angestiegen. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn die neueren Zahlen kommen, 17, 18, 19, wie sich das entwickelt hat. Aber eigentlich muss man, wenn man die Energiewende schaffen will, müssen natürlich die Investitionen stark ansteigen. Und dann wird sich das oben wieder auch auswirken, weil dann die Kosten für die fossilen, für den Import von fossilen Energien auch sinken werden. Jetzt komme ich mal auf die einzelnen Sektoren der Energie und steige hier mal eben beim Strom ein. Das ist ja so sozusagen das Typische, wenn wir über die Energiewende sprechen, dann denken eigentlich alle immer, ah, das ist ja eine Stromwende. Deswegen müssen wir ganz viele Windräder hinstellen, dann haben wir genug Strom, dann können wir auch Elektroautos damit antreiben und jeder kann irgendwie zwei Quirlen in seiner Küche haben. Ganz so ist es nicht, sondern Strom ist nur ein Sektor, über den wir reden. Und hier sieht man die Abhängigkeit oder die Unabhängigkeit, muss man eigentlich sagen, die die einzelnen Länder inzwischen von den fossilen Energien erreicht haben. Und wir sehen, dass dass Dänemark hier eine hohe Unabhängigkeit von den fossilen inzwischen erreicht hat. Also im Strombereich werden 74% dessen, was Dänemark an Strom benötigt, bereits über erneuerbare Energien hergestellt. In Deutschland liegt der Bereich etwas niedriger, da sind wir bei 30%, aber auch das ältere Zahlen. Also inzwischen sind wir hier schon gut auf dem Weg zu den 40%. Und einzelne Länder wie Frankreich oder Slowenien haben dann noch einen massiven Aufholbedarf, Nachholbedarf, um daran zu kommen. Bitte nicht übrigens durch diesen zweiten Balken hier überraschen lassen, das ist ein Fehler in der Grafik, den ich nicht korrigieren konnte. Es geht hier tatsächlich um diese 74%, die Dänemark da schon geschafft hat. Und Dänemark hat eben ganz massiv auf Windenergie gesetzt und kann das auch. Ja. Jeder, der schon mal in Dänemark unterwegs war, am schönsten vielleicht mit dem Fahrradfahren war, merkt, da weht immer Wind und bei Fahrradfahrern in der Regel von vorn, egal aus welcher Richtung man kommt. Ja, und wenn wir über Strom sprechen, gibt es nicht nur Erneuerbare. Deswegen habe ich hier mal eine andere Grafik aus einem anderen Atlas gebracht, aus dem Europa-Atlas. Etwas älter, schon von 2014, zeigt, wie viele Atomkraftwerke eigentlich in Europa in Betrieb sind. Und außerdem auch noch, das sieht man hier links in dieser kleinen Grafik, wie viel auch noch gebaut werden sollen und wie viele schon stillgelegt wurden. Man sieht, es sind tatsächlich noch welche im Bau, also auch in Finnland zum Beispiel sind welche im Bau. In Deutschland steigen wir aus der Atomkraft, bis 2022 soll das geschafft sein, wobei wir dann den kleinen Nachteil dann noch haben, dass damit, dass man die Atomkraftwerke abschaltet, ist das strahlende Zeug nicht weg. Und auch die Gebäudehüllen, all das, was einen Reaktor umgibt, strahlt zum Teil massiv und die Entsorgung all dessen wird uns wahrscheinlich noch einige Jahrzehnte begleiten. Und da muss man sich das mal vorstellen, in einem Land wie Frankreich, was in einem viel höheren Maße abhängig ist von Atomstrom. Ja, da ist der Anteil bei 75% am Strom. In Frankreich, da ist es natürlich viel schwieriger, wo sollen die hin, wenn sie denn langsam aus der Atomkraft aussteigen sollten, mit ihren Brennstäben, wo sollen die eigentlich eingelagert werden? In Deutschland gibt es da eine Diskussion, die jetzt angegangen ist, wie soll man eigentlich den Atommüll lagern? Eine Atommüllendlagerkommission gegeben und nun ist man auf der Suche nach einem Endlager. Finnland, ja, hier oben, die sind schon etwas weiter, die sind fast fertig mit dem Atommüllendlager, was sie bauen. Das entsteht hier vor der Küste, tief in den Gestein einer Insel getriebene Stollen. Dort soll eben die Atombrennstäbe eingelagert werden. Und man geht davon aus, dadurch, dass das eben ein sehr festes Gestein ist, dass das dort für alle Zeiten sicher eingelagert ist. Ob das so ist, weiß keiner, weil Atommüll strahlt so lange, das kann der Mensch sich überhaupt gar nicht vorstellen. So, Strom mal zur Seite geschoben. Jetzt kommen wir zu mal einem häufig ja, nur am Rande betrachtet ein Thema, wenn man über Energie spricht, nämlich über die Wärme. Und ich habe hier mal zwei Grafiken genommen, die vielleicht vordergründig gar nicht, wenn man über Wärme nachdenkt, so ins Auge fallen würden oder in den Kopf kämen. Das eine ist die linke Grafik. Da habe ich mal eine Grafik rausgenommen aus dem Energieatlas, die zeigt, was für Möglichkeiten wir hätten, neue Öfen und Boiler in die Wohnungen einzubauen und damit massiv Energie zu sparen. Ja, also diese dunkelviolett gefärbten Teile, das sind immer alte Öl-, Gas-, Strom-, Kohleheizungen, die in Wohnungen stehen und dort eben ineffizient Energie, Wärme in der Regel erzeugen und viel CO2 neben zu wenig Wärme. Und das könnte man austauschen, viel effizientere Energieerzeuger oder Wärmeerzeuger dort in die Wohnungen, Häuser einbauen.
und würde damit eben enorm Energie sparen, also vor allem dann den Brennstoff sparen und würde auch enorm etwas für die Klimabilanz tun, wenn man das tun würde. Also zum Beispiel einfach mal ganz einfach gesagt, alle Kohleöfen abschaffen. Das würde uns ziemlich helfen beim CO2-Ausstoß. Was uns allerdings aushilft, ist, das ist so ein bisschen kurios, man könnte sagen, die Klimaerwärmung hilft uns, weil, das zeigt die zweite Grafik, die Zahl der Tage, an denen wir heizen müssen, sinkt immer weiter ab. Das ist hier die Trendlinie, ja, auf die einzelnen Zacken will ich gar nicht eingehen und die Zahlen dazu, sondern wir brauchen immer weniger Heizenergie. In Deutschland hat man es eigentlich im letzten Winter ganz hervorragend gemerkt, da ist ja nie richtig Winter geworden oder fast nie richtig Winter geworden. Also wir persönlich haben da sehr wenig geheizt und statistisch, ne, also das da bewahrheitet sich quasi die subjektive Empfindung. Statistisch ist es tatsächlich auch so, dass man immer weniger Heiztage hat. Und umgekehrt steigt aber ein anderer Bedarf, nämlich es wird immer heißer. Ja, also da haut der Klimawandel wieder zurück. Eben konnten wir noch irgendwie Heiztage sparen, aber nein, wir müssen immer häufiger kühlen. Und jetzt kann man sagen, naja, so eine Klimaanlage muss man ja nicht unbedingt haben, ist ja vielleicht Luxus, aber bei den Temperaturen, die wir inzwischen immer wieder erreichen und bei dem Arbeitsstil, den wir weiterhin pflegen, also wir machen es eben nicht wie Menschen in südeuropäischen Ländern oder in Afrika, dass wir in die Mittagszeit nicht arbeiten, sondern wir arbeiten da weiterhin durch. Und wenn es da so heiß wird, dann muss man eben kühlen. Ansonsten werden wir so, wie wir jetzt unsere Arbeitswelt gestalten, eigentlich nicht weitermachen können. Und deswegen gibt es hier diese Trendanzeige, dass eben die Kühlgradtage immer mehr steigen. Und da richten sich auch Gemeinden darauf ein. Also es gibt zum Beispiel in der Stadt Chemnitz gibt es ein Kühlnetz. Das ist einzigartig in Deutschland. Also das Gegenteil eines Fernwärmenetzes gibt es da ein Kühlnetz, mit dem eben öffentliche Gebäude mit kühler Luft versorgt werden, damit es eben im Sommer nicht so heiß wird. Und wenn man jetzt eben über Wärme spricht, ja, dann kann man auch über das Thema Energiearmut nochmal sprechen. In Deutschland nicht so ausgeprägt, aber es ist so, dass es in vielen Ländern Europas so ist, dass Menschen nicht ihre Heizung bezahlen können, deswegen die Heizung runterdrehen, dass sie mit im Zahlungsrückstand sind mit ihren Heizkosten, aber auch mit ihren Stromkosten und dass die Wohnungen aufgrund fehlender Isolierungsmaßnahmen einfach auch gar nicht richtig zu beheizen sind. Häufig ein Problem sind zum Beispiel Dachgeschosse, wenn die nicht vernünftig gedämmt sind, dass dort einfach durch die große Fläche viel Wärme abstrahlt und man im Winter eine solche Dachgeschosswohnung überhaupt nicht richtig warm kriegt. Und darunter leiden durchaus auch, man sieht das in der Mitte, auch Deutsche. Das ist also kein Problem in vermeintlich nur ärmeren Ländern Europas, sondern ist durchaus auch ein Problem in Deutschland, wenn auch bei uns die Wohnungen in der Regel ausreichend beheizt sind. Also ihr seht, es gibt einen ganz geringen Anteil von Personen in Deutschland, die dort nicht genug heizen können. Allerdings, wenn man eben über eine gerechte Verteilung von Energie nachdenkt, dann sollte man sich überlegen, wie kriegt man das eigentlich hin? Und wenn wir eben innerhalb Europas sind und hier über einen Lastenausgleich sprechen, wie kriegen wir das eigentlich hin in Ländern, in denen es im Moment nicht so ist, in denen Menschen ihre Heizung nicht vernünftig aufdrehen können im Winter, wenn es kalt wird, in denen Menschen eben in kühlen, feuchten Wohnungen leben. Also da muss eigentlich eine Umverteilung innerhalb Europas stattfinden, ein Lastenausgleich in diesen Ländern zu helfen. Denn wenn man also über das Thema Wärme sprechen, ja, und da spricht man eigentlich über Solarwärme wie auch also Photovoltaik, also Strom aus der Sonne oder Wärme aus der Sonne. Also mal gucken, können wir da in Europa nicht auch einiges leisten? Und man könnte natürlich auch viel, viel mehr in Europa auf Photovoltaik setzen. Das zeigt also diese Grafik und ganz vereinfacht gesagt, das ist jedem wahrscheinlich klar, desto weiter man nach Süden kommt, desto besser wäre eigentlich es dort, Photovoltaik einzusetzen, auf Dächern, aber auch auf Flächen, die man sonst nicht nutzen kann, an Autobahnen entlang, auf Industrieanlagen, derartiges. Und dann wäre natürlich notwendig, wenn man sich diese Grafik anguckt, sieht man das sehr schön. Also im Norden ist es eben immer schwieriger, mehr dunkle Tage, der optimale Einstrahlungswinkel ist geringer, da kriegt man nicht so viel her. Also wenn man eben auf Strom setzt, müsste man eben nennen Sie mal Stromautobahnen, diese Energie zu uns hinbringen. Oder eben bei Wärme müsste man bei uns auf andere Konzepte setzen, während man eben in Südeuropa tatsächlich dann eben die Wärme sehr, sehr gut über Solarthermie schaffen kann. Ein weiteres Thema, woran kaum jemand immer denkt, wenn wir über Energie sprechen, ist das Thema Verkehr. Also im Verkehr wird in Deutschland ungefähr 20% des CO2s ausgestoßen. Ja, also 20% unserer Klimagase in Deutschland werden über den Verkehr erzeugt, steigend.
In allen anderen Sektoren sinken die Emissionen. Also wir haben bei der Stromerzeugung wird weniger CO2 ausgestoßen, in der Landwirtschaft wird weniger CO2 ausgestoßen, in der Industrie wird weniger CO2 ausgestoßen. In der Produktion, also Plastik derartiges, wird weniger CO2 ausgestoßen. Einzig im Verkehr steigt der CO2-Ausstoß weiter an, obwohl wir ja eigentlich immer sparsamere Fahrzeuge entwickeln, die dann aber eben entsprechend dann immer größer werden und damit verpufft die Sparsamkeit und wir haben einfach immer mehr Autos. Aktuell sind es also 46 Millionen Autos, die in Deutschland fahren, nur Autos. Dazu kommen noch LKWs, Busse, ähnliche Fahrzeuge. Und dadurch steigt natürlich hier der CO2-Ausstoß stark an und damit natürlich auch der Bedarf an den fossilen Energien, was wir eben in einigen Grafiken vorher gesehen haben, um eben diese Autos mit Energie zu versorgen. Und es gibt auch meines Erachtens keine Wende. Deswegen habe ich mal die Grafik hier links gebracht. Ja, also da sieht man, wie viele Benziner und Diesel verkauft werden. Kommt aus dem Mobilitätsatlas, kann ich Ihnen mal zeigen. Der ist im vergangenen Jahr erschienen. Gab es auch einen Vortrag von uns drüber. Das ist dieser hier. Da sieht man eben, dass der Verkauf der fossilen Fahrzeuge weiterhin auf einem wahnsinnig hohen Niveau ist. Und alles, was jetzt wirklich auch wieder platt gesagt, ökologisch ist, also unten, krepelt so irgendwie bei ganz geringen Zahlen dahin. Also wir wollten ja in diesem Jahr 1 Million Elektrofahrzeuge in Deutschland geschafft haben. Da sind wir weit von entfernt, unabhängig davon, ob Elektrofahrzeug jetzt das Allheilmittel im Verkehr ist. Aber davon sind wir weit weg, sondern wir verkaufen vor allem fossile Fahrzeuge in Deutschland und es fahren eigentlich auch nur fossile Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen. Und dann kann man mal auf die andere Grafik rechts daneben schauen und da sieht man, manch ein Land macht das ein bisschen anders. Also die reden nicht wie wir Deutschland aktuell über eine neue Abwrackprämie für fossile Fahrzeuge, sondern die sagen ganz, ganz umgekehrt, wir machen jetzt Schluss mit den fossilen und verbieten die. Und da gibt es eben einige Länder, die da sehr radikal sind und sagen, 2030 dürfen keine fossilen mehr bei uns verkauft werden. Und die Folge ist dann eben in diesen Ländern, dass dort die Zahlen der verkauften Elektrofahrzeuge enorm in die Höhe geht, weil das eben für diese Länder attraktiv wird. Und das sind dann auch witzigerweise Absatzmärkte ja für die deutsche Autoindustrie, die dann ihre elektrischen dorthin verkauft und weniger im Inland verkauft. Und das kann man sich alles noch mal ein bisschen genauer angucken. Dafür habe ich die nächste Grafik da. Wieder nicht aus dem Energieatlas, sondern hier habe ich einmal oben auf den Europaatlas geschaut, auch eine ältere Grafik und unten auch nochmal auf den Mobilitätsatlas. Hier oben links sieht man, welche enormen Abhängigkeiten wir in einzelnen europäischen Ländern haben an der Automobilindustrie. Und man sieht es natürlich ganz deutlich hier oben, also was für eine gewaltige Wertschöpfung Deutschland hat in der Automobilindustrie. Und deswegen ja auch immer wieder dieser Ruf, dass diese Industrie umgebaut werden muss, weil da natürlich Arbeitsplätze, Steuergelder dranhängen. Also da müsste man sich wirklich massiv Gedanken machen. Und dann unten rechts, da sieht man, wie viele Elektroautos prognostiziert verkauft werden. Aber eigentlich nur eine echte Zahl, das ist eben hier 2 Millionen 2018. Und danach kommen die Zahlen, wie sich das weiterentwickeln soll. Und ich hatte es eben gesagt, wir haben aktuell 46 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, also Autos in Deutschland. Und hier unten sind es eben nur 21 Millionen Elektrofahrzeuge, die man prognostiziert, dass sie 2030 verkauft werden. Also damit könnten wir nicht mal den Fahrzeugbestand in Deutschland bis dahin umgekrempelt haben auf Elektromobilität. Aber an der linken Grafik sieht man, man muss sich darüber Gedanken machen, wie will man eigentlich Mobilität in Zukunft organisieren, wenn das eine so hohe Wertschöpfung hat. Und wenn man sich vor allem unabhängig machen will von fossilen Energien, und zwar sowohl mit dem Klimabezug als auch mit dem wirtschaftlichen Bezug, dass man möglicherweise Energien aus Ländern bezieht, die naja, ein zweifelhaftes Verhältnis zur Demokratie haben oder ein zweifelhaftes Verhältnis zu Menschenrechten. Reden wir also weiter über den Verkehr, dann müssen wir, glaube ich, hin zu einer Verkehrswende. Und hier ist mal so eine Grafik, was alles zu so einer Verkehrswende dazugehören würde. Also das ist einfach eine Verkehrswende, muss man sich eigentlich so vorstellen. Wir gehen weg von den fossilen. Was es noch an individueller Mobilität gibt, das wird elektrisch erledigt. Die Energiegewinnung kann zum Beispiel Solardächer direkt vor Ort geschehen. Die könnte zum Beispiel wenn man einen Carport hat, ist obendrauf Solardach, der speist das direkt in das Fahrzeug darunter ein. Aber es ist vor allem, ist die Verkehrswende eine Verknüpfung von allen Mobilitätssystemen. Also es geht nicht darum, dass wir
genauso viel Auto fahren wie jetzt, sondern wir müssen A, weniger Auto fahren und B, eine Verknüpfung der Verkehre leisten. Also mehr zu Fuß gehen, dann steigen wir vielleicht auf ein Fahrrad oder ein Pedelec und dann doch noch mal ein kurzes Stück im Carsharing-Auto, nicht in unser eigenes Auto. Und das letzte Stück fahren wir mit der Bahn, um dann noch mal ein Stück zu Fuß zu gehen. So müssen wir denken und dann müssen wir natürlich immer noch mal überlegen, wie kommen wir eigentlich ran an all diese Energie, die wir zum Beispiel in der Elektromobilität brauchen. Und damit wäre zum Beispiel so ein Gedanke, dass man das direkt eben vor Ort dezentral gewinnt, so wie ich es eben beschrieben habe, über einen Carport, dass dort die Solarzellen direkt die Energie da reinladen. Und man könnte natürlich auch als diese Fahrzeuge, die ja alle dann Batterien haben, auch noch dafür als Puffer quasi nutzen, wenn wir zum Beispiel draußen enorm viel Wind haben, die aber alle am Netz sind, könnte dort der Windstrom eingespeist werden und dann, wenn weniger Wind weht, aus den Fahrzeugen wieder abgesaugt werden, weil die meisten Wege, die wir mit dem Auto fahren, sind um die 5 Kilometer lang, ja, oder gar darunter. Das heißt, wir saugen eigentlich unsere Batterie fast nie leer und könnten dann diesen Strom, der eben bei starkem Wind gewonnen würde, wieder abgeben ins System, damit eben irgendjemand irgendwo heiß duschen kann, zum Beispiel. Und ein Weg eben rein in die Energiewende ist eben nicht nur die eben angesprochene Verkehrswende, die wir eben brauchen, um dort die fossilen zu ersetzen, sondern es wird auch eine Digitalisierung sein und eine, wie soll man sagen, Flexibilisierung, ein mehr ins Kleine hineingehen. Also die Welt, die wir heute haben, seht ihr auf der linken Seite, da ist es eben so, wir haben wenige Großkraftwerke, die wenigen Konzernen gehören. Und die dann über große Stromtrassen ihre Energie irgendwo in Deutschland oder europaweit oder sogar nach außerhalb von Europa verteilen. Und das ist quasi sowas, so eine Abhängigkeit, die wir da haben. Ja, wir sind an diesen großen Industrie- und Energieunternehmen dran angeknüpft und haben eigentlich kaum eine andere Chance, als an die ranzugehen. Das ändert sich jetzt langsam, nämlich zu dem, was hier als morgen bezeichnet wird. Also es gibt viele kleine dezentrale Stromerzeugungen, hier eben dargestellt. Es gibt eben Windenergie. Auch Wasser, ne, Photovoltaik, Bioenergie. Und das ist dezentral organisiert, überall im Kleinen, jedes Dörfchen, jede Gemeinde hat irgendwie was. Es ist nicht so, dass wir nur noch von diesen Großkraftwerken abhängig sind. Und wenn man dann mit kleinräumigen Netzen arbeitet und speichern, ganz wichtig, arbeitet, hat man eben die Möglichkeiten, auch Schwankungen gut auszugleichen im Netz. Irgendwo weht mal viel Wind, dann kommt der Strom daher. Wir speichern den Strom und müssen uns nicht mehr mit diesen großen Leitungen, die eben massiv ganz viel Strom irgendwo hinleiten müssen, auseinandersetzen. Und dieses Energiesystem, das liegt nicht mehr in den Händen von einigen großen Konzernen, sondern es liegt nur noch in den, oder vor allem in den Händen von uns. Also es gibt Energiegenossenschaften, die das verwalten, es gibt Gemeinden, die das verwalten. Es werden natürlich auch weiterhin die Großen geben, die das verwalten. Aber es greift alles viel mehr ineinander und es ist eigentlich eine gerechtere Welt, die wir dann haben, weil alle können Energie erzeugen und diese Energie nutzen und das Ganze eben ökologisch. Und ganz wichtig dafür, damit man eben diese Energiewende hinbekommt, ist eben, dass man eine Sektorenkopplung macht. Also das ist hier mal in dieser Grafik aufgezeichnet. Ich sag's mal, versuch's mal ganz einfach zu erklären. Also draußen weht viel Wind und es ist zu viel Wind eigentlich, als dass wir diesen Strom, der daraus erzeugt wird, verbrauchen können. Was tun wir jetzt? Also wir können diesen Wind nicht speichern. Das geht nicht. Ne? Kann nicht der Wind hört auf zu blasen, dann dreht sich das Windrad nicht mehr. Also müssen wir irgendeinen Weg finden, wie man diese Energie, die dort bereitgestellt wird, speichern kann. Das geht zum Beispiel durch Power to Gas, wie es hier heißt. Also wir stellen ein Gas her durch Elektrolyse und dieses Gas kann man speichern. Das ist eine Speichermöglichkeit für uns und das kann man aber auch woanders hinbringen und dann zum Beispiel nutzen, um irgendwo Wärme zu erzeugen. Oder wir könnten es zum Beispiel in ein Auto reinstecken, ja, wenn wir ein gasbetriebenes Auto hätten und könnten damit dann eben dieses Auto fahren. Und so ginge das dann beispielsweise in den Transportsektor rein. Also diese Möglichkeiten haben wir. Dieses Gas kann dann auch zum Beispiel hier, wie es hier auch rechts oben ist, in den Wärmesektor rein. Also damit können wir heizen. Und so hängen diese verschiedenen Sektoren miteinander zusammen. Wichtig ist eben, dass wir genug Energie erzeugen können, also genug Erneuerbare haben. Und eben die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten geschaffen haben, das eben umzuwandeln in verschiedene andere Sektoren, um die dann eben dort zu nutzen. Das ist alles keine Zukunftsmusik, das geschieht heute alles, allerdings in sehr, sehr kleinem Maßstab, weil wir immer noch sehr, sehr fokussiert sind auf die fossilen Energien. Dabei, das sollte man vielleicht als letztes noch ganz Wichtiges sagen, ist gerade diese Fokussierung auf die fossilen Energien, die wir viele, viele Jahre hatten, führt in manchen Bereichen dazu, dass wir Systeme haben, mit denen wir jetzt arbeiten können, auch in einer erneuerbaren
Welt. Also zum Beispiel gibt es große unterirdische Gasspeicher, die wir bislang benutzt haben, um Erdgas zu speichern. Da könnten wir aber eben auch dieses Power-to-Gas, also das aus Erneuerbaren erzeugte Gas, könnten wir auch dort speichern und dann eben den Gasnetze wieder einspeisen. Ganz wichtiges Thema ist das Thema Effizienz. Also worüber wir uns klar sein müssen, ist, wenn wir weiterhin so viel Energie verbrauchen wie bisher und wenn vor allem, was eigentlich ja geschieht, wenn wir immer mehr Energie verbrauchen, das geht auf gar keinen Fall. So viele Windräder und so viele Photovoltaikanlagen können wir gar nicht bauen. So viele Staudämme gehen einfach nicht mehr in Europa. Und deswegen muss man ganz entscheidend die Energie, die man erzeugt, effizienter einsetzen oder gar weniger Energie verbrauchen, als wir es jetzt tun. Also nicht nur Effizienz, sondern auch sogenannte Suffizienz, also weniger Energieverbrauch. Und hier in dieser Grafik, sehr kompliziert zu verstehen, wie ich finde, steht drin, was uns Effizienz bringen würde. Und hier sieht man also, wie viel Erneuerbare wir zubauen müssen, ja, in verschiedenen Szenarien, wie sich Europa bis 2030 verändert. Also wenn wir bis 2030 27% Erneuerbare haben wollen, da sind wir schon drüber, dann müssen wir nur so viel in Effizienz rein investieren. Und wenn wir aber 45% Erneuerbaren haben wollen, dann müssen wir so viel bauen an Erneuerbaren dazu. Wenn wir aber effizienter werden, also wenn wir unsere Energieeffizienz erhöhen, um 30, 35 oder 40%, dann müssen wir entsprechend weniger erneuerbare Energien zubauen. Das ist ganz wichtig, gerade wenn wir wenn wir über einen naturverträglichen Ausbau der Erneuerbaren sprechen, geht es darum, dass wir nicht einfach unseren Energieverbrauch jetzt 1:1 transferieren in einen erneuerbaren Energieverbrauch, sondern wir müssen uns was anderes einfallen lassen, also Energie effizienter verbrauchen und weniger verbrauchen. Also Glühbirne rausschrauben, stattdessen eine LED-Lampe einschrauben. Jetzt mal ein ganz einfaches, plattes Beispiel gebracht, ohne dass wir dabei über den Energieverbrauch bei der Herstellung dieser Birne gesprochen haben, der natürlich auch nochmal eine große Rolle spielt. Jetzt habe ich hier nochmal zum Abschluss einen Vergleich von 4 EU-Ländern, wie die denn eigentlich so in der Energiewende dastehen. Ich habe mit Absicht hier noch nicht rangeschrieben, welche Länder das sind. Und ich muss selbst immer mal ganz kurz spicken, weil ihr seht hier nämlich immer so eine kleine Zahl dran, die eine Besonderheit des jeweiligen Landes zeigt. Also das hatten wir ganz am Anfang ja schon mal über Europa, ne, die vier Sektoren Industrie, Verkehr, Dienstleistung und Haushalte. Das sind hier fossile Energien, das ist Strom, ne, immer dieses Rosane, wobei der Strom eben sowohl über Erneuerbare erzeugt werden kann, aber als auch über fossile Energien. Und das Grüne ist eben über Erneuerbare erzeugt. Und da sehen wir hier oben bei dem Land, also generell können wir vielleicht mal so drüber brechen, bei fast allen ist es so, dass der fossile Bereich überwiegt, wobei hier zu fossil eben auch Atom dazugehört. Und selbst hier, wenn man hier bei den Dienstleistungen sich das anguckt, wenn man sich ansonsten dieses Energiesystem anguckt, kann man davon ausgehen, dass dort auch im Strombereich ein sehr, sehr hoher Anteil an Fossilen ist. Und spannend wird es jetzt aber hier bei so kleinen Details wie diesem hier zum Beispiel. Also hier haben wir eben einen hohen Anteil an Erneuerbaren im Haushaltsbereich und das kommt dadurch, dass dort, da muss ich eben mal schauen, sehr, sehr viel Wärme über den Strom kommt. Also sehr viel erneuerbare Energie wird dort über den Strombereich gebracht. Dann haben wir hier, na, das ist ein Land, in dem offenbar überhaupt kein Strom im Verkehrssystem drin ist. Da kann ich auch schon sagen, woran das liegt, weil dieser Strom hier in den Verkehrssystemen kommt immer dadurch, dass zum Verkehr gehört natürlich auch Eisenbahn. Und Eisenbahn wird eben in der Regel elektrisch betrieben. Auch, also eigentlich weitestgehend, es gibt natürlich in allen Ländern, also auch in Deutschland, noch einen Anteil an fossilen betriebenen Strecken. Gerade hier in Sachsen gibt es zum Beispiel aktuell noch die Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig oder zwischen Dresden und Görlitz, auf der nur dieselbetriebene Fahrzeuge unterwegs sind. Aber auch das soll sich ja nun ändern. Aber es gibt offenbar hier ein Land, in dem es sowas gar nicht gibt, sondern die Elektrifizierung des Bahnverkehrs kaum vorhanden ist und vielleicht auch besonders wenig Bahnverkehr ist. Und zuletzt gibt es noch ein weiteres Land hier, das ist auch nochmal auffällig, dass hier auch nochmal sehr, sehr viel Haushaltsverbrauch über die Erneuerbaren ist. Dort wird sehr, sehr viel Biomasse eingesetzt
um Wärme in den Haushalten zu erzeugen. Und ich löse das jetzt mal auf in der nächsten Grafik, welche Länder das sind. Also oben sehen wir Deutschland, darunter ist eben Frankreich und das ist eben hier in den Haushalten, den wir hier eben gesehen haben, die drei hier, das ist eben vor allem Atomstrom, der dort eben für Wärme in den Haushalten sorgt. In Griechenland gibt es quasi kein Bahnsystem, deswegen fehlt hier dieser Bahnbereich fast vollständig und hier unten in Tschechien wird eben viel über Biomasse geheizt. So, jetzt bin ich eigentlich mit den wichtigsten Sachen aus dem Energieatlas schon durch. Könnt ihr eben alles nochmal nachlesen. Und jetzt eigentlich die Frage, also wenn ich jetzt selber meine Energiewende machen will, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Die einfachste Sache ist natürlich zum Ökostrom wechseln. Habe ich als auf der nächsten Folie nochmal drauf, wo man einfach hingehen kann. Ein paar Klicks ist man gewechselt zu Ökostrom und bezieht dann nur noch Strom aus Erneuerbaren. Und muss gar nicht mehr bei den Fossilen bleiben. Das ist, machen die Deutschen nicht. Also die Deutschen sind da offenbar sehr phlegmatisch, obwohl es eine hohe Zustimmung zur Energiewende in Deutschland gibt, wird diese Stromwende von den meisten nicht vollzogen, sondern man bleibt offenbar aus Bequemlichkeit weiter bei Ökostrom, bei normalen fossilen Strom. Kann man ganz einfach machen. Einmal mal auf den Link, den ich auf der nächsten Seite zeige, draufklicken und hingehen. Dann kann man natürlich noch viel aktiver werden. Ja, man kann selber eine Energiegenossenschaft gründen oder einer beitreten und selber Strom erzeugen. Kann man in Zürich übrigens inzwischen auch selbst ganz allein zu Hause. Es gibt solche Solarmodule, die inzwischen auch in Deutschland zugelassen sind, die man draußen quasi auf seinem Balkon in die Sonne stellt, bei sich zu Hause in den Stecker reinsteckt und dann ist man selber zur privaten Energiegenossenschaft geworden, wenn man so will. Ja, und kann seinen eigenen Strom erzeugen und kann gar Strom ins Netz einspeisen. Dann natürlich, haben wir darüber gesprochen, na, Energie im Verkehr. Da kann man eben sein eigenes Verkehrsverhalten stark ja, erstmal überprüfen, das wäre der erste Schritt, und dann ändern. Also was gucken, wie sind die Wege überhaupt notwendig? Muss ich die mit dem Auto zurücklegen? Kann ich die mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit den Öffentlichen zurücklegen? All das kann man machen. Man kann auch einfachste Variante vielleicht ein energiesparenderes Auto nehmen, wenn man das nächste Mal ein Auto unbedingt kaufen muss. Das kann man alles überprüfen und ändern. Dann kann man grundsätzlich natürlich Energie sparen und zwar in all diesen Sektoren. Bei Verkehrsenergie habe ich es ja eben beschrieben. Man kann Strom sparen, eben durch weniger stromverbrauchende Geräte, die man im Haushalt hat. Man kann Wärme sparen, indem man zum Beispiel dämmt, indem man die Heiztemperatur in den Räumen runterreguliert. Ein Schlafzimmer muss nicht 20, 22 Grad haben, sondern da reichen deutlich geringere Temperaturen, um dort zu schlafen. Und auch mal durch die Räume vielleicht durchgucken, wo braucht man unbedingt besonders viel Wärme oder weniger Wärme, gerade so über den Tagesverlauf, über das Jahr gedacht. Wichtig vielleicht hier an einer Stelle, nicht das damit zu verwechseln, gar nicht mehr zu heizen, weil das wird einem wahrscheinlich in vielen Mietwohnungen auch ein Problem bringen, weil dann zumindest wenn diese nicht gedämmt sind, weil dann an den Wänden Feuchtigkeit niederschlägt und es anfängt zu schimmeln. Also man muss schon heizen, aber man muss intelligent heizen und man kann ja auch mal, wenn eben das Haus nicht richtig gedämmt ist, in dem man da wohnt, mal bei seiner Hausverwaltung nachfragen, ob die nicht mal Lust hätten, einfach mal die Fassade zu dämmen. Und an Eigenheimbesitzer, die können natürlich noch sehr viel mehr machen. Ja, von der Gebäudedämmung, von der ich eben gesprochen habe, wenn sie denn sinnvoll ist, können Sie mal Ihre Heizung checken. Ja, haben Sie so eine olle Ölheizung, raus mit dem Teil, ja, 30 Jahre alt, die ist sowieso halb kaputt und was Neues reinbauen. Ja, warum nicht irgendwie wie Solarthermie machen oder eine Erdgasheizung, wenn es schon unbedingt immer noch fossil sein soll, die man dann zum Beispiel aber auch über Power-to-Gas betreiben kann. Also auch das ist heute möglich, ja, Gasheizung weiter betreiben und sich einen Anbieter suchen, der einem ein ökologisches Gas liefert, was nicht mehr fossil ist. Dann kann natürlich jeder Eigenheimbenutzer kann Photovoltaik, Solarthermie aufs Dach setzen und wie ich eben gesagt habe, Gebäudedämmung und alles andere, was da vorher gestanden hat, das kann der Eigenheimbesitzer sowieso auch machen. Und vor allem bei seinem Verkehrsverhalten sollte er nochmal ganz genau darauf achten, gerade wenn er auf dem Weg ist in ein Eigenheim, ob er nicht dadurch, dass er zum Beispiel viel weiter rauszieht aus der Stadt, einen weiteren Arbeitsweg hat, sich sein Verkehrsverhalten so ändert, dass er ohne Auto möglicherweise dann nicht mehr leben kann. Das würde ich sowieso bezweifeln, ob das nicht geht, aber da kann er dann nochmal drüber nachdenken und dann vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten und über den Neukauf einer Immobilie nochmal einen Moment nachdenken. Zum Nachlesen habe ich hier so ein paar Sachen. Ne? Ich habe aus drei Atlanten zitiert. Das ist der Energieatlas. Ne? Dann könnt ihr hier nachklicken, Mobilitätsatlas und der Europaatlas, der schon ein paar Jahre alt ist. Dadurch sind viele von den Grafiken da auch nicht mehr ganz aktuell.
Der Bundesverband Erneuerbare Energien, da kann man mal raufgucken auf die Website von denen. Die haben sehr, sehr viel Informationen darüber, wie weit sind wir eigentlich in Deutschland mit den erneuerbaren Energien in den einzelnen Sektoren, also bei Photovoltaik, Photothermie oder auch bei der Windenergie. Wie sieht das eigentlich mit der Beschäftigung aus? Wie viele Leute sind da überhaupt im Job oder nicht im Job? Wie sieht es mit der Wertschöpfung bei den Erneuerbaren aus? Kann man damit überhaupt Geld verdienen? Zahlen die überhaupt Steuern an Deutschland oder ist es halt so, dass nur die Fossilen irgendwie Steuern zahlen? Was nicht stimmt, kann ich sagen. Das ist eher umgekehrt. Aber all das kann man da sehr, sehr gut nachlesen. Dann gibt es einen Think Tank zur Energiewende. Auf deren Website kann man auch immer mal gucken. Ganz spannend ist da, finde ich, das Agorameter. Da kann man also tagesaktuell immer gucken, wie die Verbräuche sind in Deutschland und welche Energieform gerade besonders viel beiträgt. Also weht der Wind gerade stark, dann kann man aufs Agorameter raufgucken und sieht, ah, Windstrom, wird gerade ganz, ganz viel ins System eingespeist. Dann kann man mal beim Umweltbundesamt gucken, ja, zum Thema Klima und Energie. Die haben auch einiges zur Energiewende geschrieben und treiben eigentlich auch die Bundesrepublik ein wenig vor sich her. Doch ihre Klimaziele, die sie immer wieder pflegen aufzuweichen, doch endlich mal einzuhalten, damit wir denn doch vielleicht bis 2050 ja, fossilfrei sind. Und hier unten habe ich den Link, da einfach raufklicken. Man kann zu Ökostrom wechseln. Wer sich fragt, wie soll er jetzt hier raufklicken, einfach auf unsere Website gehen, www.bund-sachsen.de. Sind die Folien alle zu finden. Und da kann man einfach auf die Links raufklicken. Bleibt für mich noch ein wenig Werbung zu machen, denn der Energieatlas ist nur einer von ganz vielen Atlanten. Die meisten dieser Atlanten, die ihr hier seht, sind in Kooperation zwischen BUND und der Heinrich-Böll-Stiftung entstanden. Einige auch mit anderen Stiftungen zusammen, manchmal war der BUND nicht dabei. Und wir machen jetzt gerade Vorträge zu all diesen Atlanten, damit ihr über all diese Bereiche mal informiert seid. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr bei uns im YouTube-Channel. Da könnt ihr die meisten dieser Atlanten im Vortrag nochmal nachsehen. Ansonsten einfach bestellen beim BUND oder bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Hat es euch gefallen, hier das, was ich euch über den Energieatlas und die Energiewende erzählt habe, dann könnt ihr uns gerne spenden. Link hier auch wieder, wie gesagt, könnt ihr auf unsere Website gehen, da geht es noch einfacher, müsst ihr nicht mehr über diesen Link gehen. Und ansonsten freue ich mich, vielen Dank, dass ihr hier zugeschaut habt.